Nach einem Hügel bauen. Und wo ich den Hügel hinbauen soll, weiß ich jetzt noch nicht. Das sind so die Probleme, die mich aktuell plagen. Mit dem Vorhaben hier. Mal davon abgesehen, dass die Umsetzung hier sowieso mehr als nur spannend werden könnte. Weil noch ist, wenn hier, ja, noch könnte man hier, wenn wir es hier alles mal zu ist, auch wunderschön die Wege umgehen, aber später kommt da ja Hügel. Ja, gut, da kam kurz was dazwischen. Entschuldigen Sie den Cut. Wo war ich stehen geblieben? Ich werde heute die ganze Zeit durcheinander gewürfelt. Ja, also hier soll jedenfalls verschiedenstes Zeugchen. Wobei ich den Teich theoretisch jetzt eigentlich schon angehen könnte. Nee, könnte ich eigentlich nicht, weil ich keine Ahnung habe, wo ich ihn hinbauen würde. Na gut, jetzt baue ich hier erst einmal. Das kann ich schon mal machen, theoretisch. Hoppla, das wird so für sich ein Flint. Oh, doch nicht. Ist hier so in etwa so verlaufen, sondern diese Kiesweg werden. Das haben hier halt den Vorteil, wenn wir das so machen, kann ich jetzt hier. So. 3. 3. Und jetzt ist dann hier drinnen, da kommt die Tür hin. Ist doch ganz einfach. So, hier kommt die Tür rein. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wie groß ich das Haus bauen soll. Aber wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, schon mit den Türrahmen mache. Hier noch ein kleines Fenster. Da kann hier eigentlich schon die Ecke hin. Und die mache ich natürlich aus. Jetzt habe ich das Bett nicht mitgenommen. Ich depp. Ja, gut. Egal, hier dann so quasi das Haus. Also nicht das Haus, sondern die Hütte. So hinbauen. Au, oh, Mist. Jetzt kann ich mir das Bett von vorne auch wiederholen. Und ja. Kann in dieser Hütte quasi mein Hund einsiedeln. Das ist jetzt so aktuell das, was ich mit dieser Hütte vorhabe. Glaube ich. Und ich werde mein Bett da reinstellen. Das heißt, beziehungsweise ich werde erst einen Boden machen und dann auf diesem Boden mein Bett stellen. Sehr viel mehr kann ich dann noch nicht machen. Und ich werde auch zuerst mein Bett abbauen, rüberstellen und dann schlafen. Weil ich dann weil dann nicht mein Homebed destroyed ist, sage ich mal. Für den Fall, dass ich sterbe, sondern ich gleich da oben sterben kann. Ich rede nur Blödsinn. Ich dann da oben gleich respawnen kann. So meine ich. Wie viel Platz haben wir noch im Inventar? Was? Gut, kann ich das hier zum Beispiel mitnehmen? Das jetzt irgendwie nehmen wir auch mal mit. Die Kiste ist auch leer. Gut, dann können wir auch gleich ein paar Kisten gleich mitnehmen. Okay, dann haben wir hier noch ein bisschen Kobbel und ein bisschen anderes Zeug. Das passt zu weit und meine Füße sind ganz kalt. Also nicht die Füße direkt, weil ich habe Socken an. Aber zwischen Socken und Hose ist so ein kleiner Schlitz, der nicht bedeckt ist und der ist saumäßig kalt gerade eben. Vielleicht sollte ich auch einfach. Na gut, meine Socken sind auch schon relativ kühl. Notiz an mich, morgen neue Socken anziehen. Oder vielleicht jetzt dann später noch neue Socken anziehen. Oder so hinsetzen, dass die Füße gewärmt werden. Oder einfach nur irgendwas unternehmen, weil es ist kalt an den Füßen.
Jetzt sieht man hier schon hier, wo jetzt hier nichts ist, da kommt dann sozusagen ein Hügel hin. So in etwa stelle ich mir das dann vor, wie das sein soll. Mit dem Hügel. Na, jetzt kann ich hier eigentlich noch direkt hier schnell den Weg etwas breiter in die Landschaft einbinden, weil es ist doch schon etwas sehr schmal. Hier wird es dann eh schon breiter. Und dann, machen wir das mal so. Dann haben wir hier gleich den Boden drinnen. 3, 4 und da stellen wir dann hier in diese Ecke gleich schon mal das Bett. Jetzt kann ich hier zum Beispiel schon immer schön unbeschwert schlafen. Was gar nicht mal so schlecht ist eigentlich. Und wo soll denn jetzt ein Teilchen? Also ich habe mir eigentlich so gedacht, so neben dem Haus wäre doch eigentlich schön. Also quasi so hier so dann. Ja, wir erstmal gucken, wie breit denn hier denn das Haus wird. Jetzt baue ich hier einfach ein Haus. Einfach so, weil ich gerade Lust drauf habe. Das ist schon auch sehr sinnvoll. So, ja, ich denke, das ist eine ganz gute Fläche für das Haus. Soll ja eher nur so eine kleine Waldhütte eben sein. Muss man immer beachten, weil solche Häuser gehen sehr, sehr, sehr schnell. Und sehr, sehr große Dimensionen über. Ja, und doch, aber so gefällt mir das eigentlich relativ gut, wenn ich die Dimension so halten könnte. Zack. Dann hier noch so ein Fenster. Man geht mir schon wieder kurzzeitig der Cobblestone aus. Dann hier noch ein Fenster. Dann geht es hier hoch und so rüber. Dann hätte man hier quasi optimalen Platz für eine Treppe. In ein später vielleicht wichtiges Dachgeschoss. Nur wie ich die jetzt gerade bauen will, ist mir jetzt noch nicht so ganz bewusst. Warte mal. Ja. Mal davon abgesehen, dass die Beleuchtung nicht funktioniert. Aber wobei, an dieser Stelle kann ich die Treppe eigentlich. An der Stelle denke ich, kann ich mich mit der Treppe anfreunden. Ja, das sollte passen soweit. Was ist denn hier so? Das sieht jetzt aktuell natürlich ziemlich schlimm aus. So. Und dann jetzt, bevor ich irgendeinen Blödsinn mache, schnell mal nachkontrollieren. Hier vorne muss dann das Dach auf diese Höhe, wo jetzt hier das ist. Hier muss dann Holz hin. Hi, da schüttelt es mich direkt. Also quasi so. Ne? Genau. Haben hier schon mal das Dachgeschoss fertig. Ich glaube, da kann ich schon mal 48 Holzplanken machen. So. Dann hier machen wir schon mal das Dachboden quasi fertig. Das sollte soweit passen.
Gut. Alter, ist das hässlich. So, die Frage, ob das nur bei Cobblestone-Treppen ist oder auch bei Holztreppen, das werden wir gleich mal herausfinden. Duck, 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 duck. Ich kann jetzt hier gleich schon mal ein paar Fackeln aufstellen. Mich immer unter die Fenster. Oh. Ich sehe gerade, was ich auf jeden Fall noch schnell machen muss. Options, Video Settings. Schönere Beleuchtungen. Ach, sieh mal einer an. Ich habe gehört, unser Problem mit unserem Lichtverhältnis hat sich soeben in Luft aufgelöst. Ey, das ist ja ein Witz sondergleichen. Wer hat sich denn den Mist ausgedacht? Ja gut, ich habe jetzt kein großartiges Problem damit, aber... meine Güte. Hätte man vielleicht auch drauf kommen können, dass das damit zusammenhängt. So. Machen wir hier... Dann so, und dann beginnt ab hier oben dann direkt schon die Dachschräge. Lässt sich sehr gut umsetzen tatsächlich. Wobei ich dann hier oben... Ich weiß nicht, will ich hier oben dann eigentlich schon Holz haben? Ist halt natürlich schade, dass man nicht verschiedene Arten von Holz machen kann jetzt. Das würde jetzt in dem Fall natürlich sehr, sehr schön sein. Aber andererseits würde es sich eigentlich anbieten, dann ab hier oben alles schon in Holz zu halten. Oder vielleicht sollte ich noch eine massive Holz... Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich es mache, dass es auch von außen einigermaßen gut aussieht. Erst das gesamte Obergeschoss wirklich in Holz gehalten. Das Untergeschoss in Stein, bis auf die Decke und den Boden. Wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht gerade variabel, aber andererseits, es ist eine... kleine Waldhütte. Da ist natürlich logisch, dass viel Wald ist und der Rest vielleicht so ein bisschen Holz, dass man, bisschen Holz, ja, genau. Bisschen Stein, das man so sonst so gefunden hat. Ich denke, das ist ziemlich das Einfachste, was man so machen kann. In erster Linie mal. So, und dann erst einmal das hier. Ist noch schnell zu Planks verplänken. Und dann hier. Das ist halt jetzt das Einzige, was aber ein bisschen unschön ist. Ist das halt hier jetzt überhaupt kein Unterschied zwischen Boden und Wand ist. Muss man sich halt überlegen, ob man langfristig. Also später, wenn es dann andere Möglichkeiten gibt, hier die Decke nicht noch austauscht. Und aus irgendeinem Stoff baut, der quasi da